Grundprinzip dieses neuen Ansatzes ist, erstmal durch gekonnte Reformen Geld generieren, damit wir die Leute nicht ärmer machen, sondern uns den Luxus der Klimaziele erlauben können, ohne die Leute, sowohl die Konzerne als auch die einzelnen Privatleute, in die wirtschaftlichen Ruinen zu drängen. Und das geht zum Beispiel Gesundheitsreform. Da vorne wäre mein Hausarzt, ja? Der würde mir kostenlos spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein kostenlos, alles kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles würde er mir kostenlos anbieten. Das würde bedeuten, dass der Hausarzt am Ende am meisten Geld bekommt für jeden Monat, den ich nicht krank werde. Also Belohnung für Gesundheitsförderung präventivmedizinischer Art. Dadurch sparen wir 70 Milliarden pro Jahr ein, hat der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes errechnet, der Arzt Christian Zimmermann. Und davon müssen wir einerseits der Pharmaindustrie helfen, denn es wird weniger Tablettenumsatz in Deutschland geben. Ja? Wir müssen denen helfen, dass die nicht kaputt gehen dabei, aber dann bleiben 50 Milliarden pro Jahr übrig. Und von 50 Milliarden könnten wir, wenn wir das dann wollten, 5 Kohlekraftwerke stilllegen. Wie euer erster Eindruck zu diesem neuen dritten System, der zweiten Scientist for Future? Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich stelle mir da so kurz die Frage, erstmal sind die staatlich finanziert, diese Programme, die für den Verbraucher dann gratis sind, diese Tanzprogramme oder was auch immer. Der Arzt kriegt quasi eine neue Honorarberechnung. Das macht das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter, als statistisch zuverlässige Instanz und rechnet aus, ist mein Hausarzt im Durchschnitt eher gesundheitsförderlich oder eher ein Bremser und macht dann nach wie vor knüppeldick Tablettensuchterzeugung oder so. Ja? Das wird gemessen und danach wird sein Gewinn berechnet. Er kriegt mehr Geld als früher, wenn die Leute seltener krank werden. Weil dann erwirtschaftet er ja auch einen volkswirtschaftlichen Gewinn. Der Staat bezahlt ihn dann auch. Nee, es ist letztendlich die Krankenversicherung. Aber der Staat hilft mit bei der Berechnung der Gelder. Der Staat hilft mit, weil wir auf die Universitäten nicht mehr vertrauen können, weil dort so viele Studien gekauft werden und so viel Betrug stattfindet. Aber das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dem vertrauen wir ja auch wie bei jeder Wahl unsere Stimme an. Also eine Instanz müssen wir im Staat haben, auf die wir uns verlassen können. Das ist das dann. Ja, und praktisch würde das bedeuten, stellt euch jetzt vor, Greta Thunberg wäre hier. Und lauter drei Journalisten um uns rum und sie würde nur einen Satz sagen, lasst uns doch mal in jeder Talkshow diskutieren über das dritte System der zweiten Scientist for Future, ob das für uns eine Lösung ist, ob uns das so reich macht, dass wir die Klimaziele finanzieren können, den Vorreiter spielen können und so weiter. Finden Sie, also das ist so der Ansatz, was sagen Sie so? Also ich finde den Ansatz sehr gut. Ich habe mir auch schon des Öfteren Gedanken darüber gemacht, dass es eigentlich falsch ist, dass die Ärzte und generell alle bezahlt werden durch kranke Menschen. Das finde ich auch einen Ansatz, der auf jeden Fall kontraproduktiv ist. Ich finde auch die Ansätze sehr gut. Es ist halt, denke ich, sehr schwierig durchzusetzen und durchzubringen. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber die Grundsätze finde ich sehr richtig. Also es sollten eher Gelder für gesunde Menschen bezahlt werden, sonst sind die Interessen auf keiner Seite, außer natürlich von den Menschen, die krank sind, so dass weiter Gesundheit gefördert wird. Dann herrscht immer dieser Interessenskonflikt, dass mir eigentlich der kranke Mensch mehr Geld bringt und dann entsteht fast schon sowas wie eine Interessenslage zur Förderung der Krankheit. Ja? Also ich finde auch ein großes Problem ist, dass oft erst etwas bezahlt wird von den Krankenkassen, wenn die Krankheit bereits da ist. Das heißt, es wird gar nicht in Prävention investiert. Und jetzt würde das ganze System würde alles in Prävention investieren. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also es ist wirklich falsch, dass erst in die Reha oder sonst was investiert wird, wenn Menschen... Immer wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, geben wir plötzlich Milliarden aus, ja, für Reparatur anstatt Prävention. Wie könnte man das denn übertragen auf andere Systeme? Also beim Gesundheitssystem erschließt sich mir das auch vor allem wegen diesem Konflikt... Beim Lebensmittelhändler zum Beispiel, der Lebensmittelhändler kriegt dann am meisten Honorar... Zusatz, Gewinnzuschlag aus der Krankenversicherung, wenn ich mit meiner Einkaufskarte, zukünftigen Krankenversicherungseinkaufskarte zum Beispiel, typischerweise beim Alnatura oder beim Aldi einkaufe, dann wird über große Zahlen hinweg gemessen, wirkt sich Aldi für die Gesundheit gut aus, weil sie plötzlich umgestellt haben auf gesundes Gemüse, gesundes Obst, ja, nicht Glyphosat und so weiter. Und genauso wird es bei Alnatura gemessen. Es wird objektiv gemessen und danach gibt es den Gewinnzuschlag. Also wird jeder Marktleiter sagen, ja, dann baue ich doch meinen ganzen Markt in einen Gesundheitsförderungsmarkt um. Ich stelle mir da halt die Frage, wie das ist,
muss dann theoretisch jeder potenzieller Kunde eine Karte haben, mit der er alles quasi trackt, was er einkauft, damit das überhaupt... Müssen gar nicht. Also die Professoren sind absolute Vertreter jeglicher Freiheit. Nur wer Lust hat, macht das mit der Karte so, weil er den Sinn einsieht, aber nicht keiner muss. Niemals muss. Muss ist immer der falsche Weg. Also ich finde es an sich gut, weil selbst wenn das quasi aus Datenschutzgründen viele erstmal beängstigt, dass man irgendwie seine kompletten Lebensmittel oder Einkäufe trackt. Die meisten Leute haben sowieso Payback-Karten und machen das und mit der Kreditkarte oder so, was ja jetzt auch immer mehr im Kommen ist, ist es eh schon der Fall. Also meine persönliche Meinung dazu ist, für mich ist es so entscheidend, dass ich im Moment immer Angst haben muss, dass mir jemand vergiftete Ware untermengt, wenn ich einkaufen gehe. Dass für mich, dass ich jetzt das Misstrauen hätte, dass das Statistische Bundesamt Wiesbaden sozusagen, dass der Missbrauch mit meinen Daten treibt, da habe ich so viel Angst, ja. Aber vor der ungesunden Ernährung und den falschen Verhalten der Ärzte habe ich so viel Angst, also so viel Angst. Und da ist meine Entscheidung ganz klar. Das kleine Risiko beim Datenschutz gehe ich gerne ein. Für diese bessere Gesellschaft. Ja, dann danke ich euch nochmal euer Schlusswort. Ihr habt zum ersten Mal jetzt das dritte System der zweiten Scientist for Future kennengelernt. Euer Schlusswort? Ja, finde ich gut. Ich hoffe, man hört das Öfteren jetzt noch. Ja, sehr interessanter Weg, vor allem für diese gesundheitspolitischen, technischen Themen. Ein guter Ansatz.